Hi zusammen, ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt schön reingefeiert. Ich war mit meinem Freund zu Hause, wir haben es ganz gemütlich gemacht, da wir sonst getrennt voneinander gefeiert hätten wahrscheinlich, weil wir halt verschiedene Freundeskreise haben. Und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, ja gut, dann feiern wir halt dieses Jahr mal zu zweit, alleine. Und es war ziemlich gemütlich, wir haben lecker gegessen. Mein Freund hat um 12 Uhr natürlich seine Böller losgelassen. Er liebt Feuerwerk zu machen, beziehungsweise Böller. Und ja, es war auf jeden Fall ganz schön und entspannt. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Start ins neue Jahr. Ja, heute gibt es ein Monatsupdate für den Dezember. Es ist nicht ganz so viel dazu gekommen, der Dezember ist ja leider immer teuer. Wie gesagt, alle haben Geburtstag, Weihnachten und ja, deswegen nicht ganz so viel. Als erstes von Fest Comics. Mein Freund hat mir zu Weihnachten zusätzlich zu der kompletten Angel Season Staffel, also Staffel 1 bis 5 hat er mir halt die DVD-Box geschenkt und zusätzlich hat er mir ein Sailor Moon Paket geschenkt sozusagen und da waren auch drei Sailor Moon Mangas bei und zwar von der alten Auflage Band 1, Band 2 und Band 3. Die habe ich leider schon, aber das macht nichts. Ich denke, ich werde sie bei eBay reinsetzen oder so. Was habe ich noch bekommen von meinem Freund? Ich zeige es euch mal kurz. Es war jetzt, sind zwar keine Mangas, aber es ist ja egal. Es ist Sailor Moon. Ich kann es euch zeigen. Es gehört dazu. Und zwar hat er mir dann noch von den Büchern das erste und das zweite geschenkt. Außerdem von den Sailor Moon Fanbüchern Band 1 bis 8 und Band 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Da habe ich auch schon einen von, werde ich mal bei eBay einsetzen, aber ich habe mich trotzdem super über dieses Paket gefreut. Dann war noch die Sailor Moon CD dabei, Sailor Moon, die Super Hits für Kids. Diese hier, die habe ich auch schon, aber meine machte schon Macken und funktionierte nicht mehr richtig. Von daher werde ich, denke ich mal, die andere dann wegschmeißen und die dann hier benutzen. Und, oh, ich liebe es, ich habe es auch, aber meins habe ich damals, weil ich viele Briefe von da hatte, fast aufgebraucht. Das Sailor Moon Briefpapier war noch dabei. Und es ist alles noch dabei. Oh, das ist so toll, ich liebe es. Ich finde es so toll und dieses Mal werde ich es nicht benutzen. Es wird schön irgendwo hingestellt, oder? Auf jeden Fall, wenn, wird es nur zu besonderen Anlässen mal benutzt. Dann habe ich englische Mangas, und zwar von Shoujo Beat Manga, die Lovecom-Bände, Band 12 bis 17. Band 12. Band 13. Band 14. Band 15. Band 16. Und Band 17. Ja, wie gesagt, Lovecom, die sind von Aya Nakahara. Und ja, ich kann sie nur empfehlen. Der Anime ist super und der Manga ist halt wirklich nah, sehr, sehr nah am Anime. Und deswegen, also der Anime ist sehr, sehr nah am Manga so. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wie gesagt, englische Mangas, es ist gar nicht schwer, ihr braucht da gar keine Angst haben. Ich kann es zwar nicht so ganz objektiv beurteilen, da ich, ja, mein Englisch ist, ich möchte mal meinen, relativ gut. Ich lese auch englische Bücher und sowas, von daher ist das bei mir was anderes. Aber ich denke, wenn man es jetzt, ich denke, man müsste es eigentlich lesen können mit dem ganz normalen Schulenglisch. Also, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Das ist eigentlich leicht zu verstehen. Dann Tokyo Pop Mangas. Die kleine Prinzessin Sarah von Manga Bibliothek. Atsuki Nunobukuro und Tetsuya Mihara. Die Originalgeschichte ist nach Francis Hodgins, Hodgson Burnett. Das ist von der Originalgeschichte. Auf jeden Fall, der Manga ist super schön. Ich liebe den Anime ja auch und die Zeichnungen sind einfach nur traumhaft schön gemacht und ich kann es euch nur ans Herz legen. Es kostet zwar 12 Euro, es ist ein Einzelband, aber es ist wirklich wert. Also die Story ist toll, die Zeichnungen sind toll, es gibt am Anfang ein paar Farbseiten. Es ist ein Hardcover hier und ich kann es wirklich empfehlen. Es ist einfach schön mit anzusehen. Es ist Kitsch pur halt. Dann auch von Tokyo Pop. Ich muss mir das eigentlich hier herholen. So. Tales of Xillia, Band 2 von
Namco Bandai Games Inc. und Huko. Also die, das Original, das Spiel ist halt von Bandai und die Zeichnungen sind hier von Huko. Tales of Xillia Band 2, Syke Miller. Und ja, also ich finde den Manga, die Zeichnungen sind ganz gut. Also sie sind jetzt nicht schlecht, sie sind jetzt aber auch nicht atemberaubend. Die Story ist, ja, es ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine super Story ist. Ich denke, im Spiel wäre es besser, aber so als Manga ist es jetzt nicht so super. Dann, Band 18 von Kimi ni Todoke Na bei dir von Karushina. Es wird endlich wieder spannend. Ich hatte zwischendurch ja so ein Tief bei dieser Geschichte, aber es wird mittlerweile wieder. Und ja, es passiert ein wenig was. Auch die Gefühle werden wieder ein bisschen mehr. Endlich mal wird, also es wird endlich mal was richtig gezeigt an Gefühlen. So, sagen wir es besser. Dann Band 6 von Strop Edge von Io Sakisaka. Ach, der Manga gefällt mir mittlerweile immer besser. Wobei ich finde, dass das mit den Gefühlen hier jetzt ein bisschen mehr mal rausgetrieben werden kann. Ich meine, es ist so viel jetzt schon passiert und ich finde, so langsam kann da mal so ein bisschen was angebändelt werden. Meiner Meinung nach. Dann, oh, ein lustiger Manga. Fetish Berry Band 1 von Arata Aki. Der ist wirklich super lustig. Also sie hat einen Fetisch und das ist halt so, sie will immer von gut aussehenden, attraktiven Typen, die sie anziehen, die Finger in den Mund nehmen. Beziehungsweise da reinbeißen. Und das ist so lustig, wie sie das dann da, ach, das ist einfach nur total lustig. Und die Zeichnungen sind super süß. Sie sind halt so kindlich, aber irgendwie teilweise auch erwachsen. Und das ist eine tolle Kombination. Und das ist wirklich ein lustiger und doch auch irgendwie, ja, romantischer Manga irgendwie auch. Ich finde, es ist ein bisschen Romantik mit drin. Aber es ist wirklich lustig, wenn man es liest. Dann Sugar Soldier Band 4 von Mayu Sakai. Ach, der ist toll. Ich liebe diesen Manga. Ich liebe Mayu Sakas Zeichenstil. Und das Allerbeste ist, es gibt bald ein Anime von Sugar Soldier. Und vom Romantica Clock. Ich weiß nicht, wer von euch Romantica Clock kennt. Das ist von, ach, von der Zeichnerin von Between the Worlds und so. Ach, ist das, na, wie heißt die denn noch? Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Aber es ist ein super, super, super Manga. Ich habe ihn auf Englisch gelesen. Also im Internet halt, ne? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich will den Anime zu Sugar Soldier und Romantica Clock unbedingt sehen. Und ich hoffe, beziehungsweise Romantica Clock kommt ja bald auch bei uns raus. Und ich hoffe, dass es relativ bald passiert. Also ich weiß, dass es im nächsten Programm jetzt drin ist. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Monat. Aber ich hoffe, dass es ganz, ganz, ganz schnell jetzt kommt, weil ich freue mich schon riesig drauf. Aber egal, Sugar Soldier ist auf jeden Fall auch toll. Und ja. Dann habe ich nur einen einzigen von Pausen, und zwar Bola Magi Uriko Magica Band 1 von Magical Quartet. Das sind halt die Creators, die das Original gemacht haben. Und dieses Mal ist, sind die Zeichnungen von Mura Kuroi. Ja, also man muss sich natürlich erst an diesen neuen Zeichenstil gewöhnen, aber die Story ist, finde ich, relativ gut. Klar, am Anfang war es ein bisschen verwirrend, weil irgendwie es war so ein bisschen durcheinander gemixt und man verstand nicht gleich, was wollen die jetzt von einem. Und aber ansonsten, ich finde, es ist sehr gut. Klar, die Zeichnungen sind jetzt nicht so der Hammer, aber es ist eine super Geschichte. Ich freue mich schon auf den zweiten Band und es ist halt eine Vorgeschichte, ne? Es ist halt ein bisschen mehr Hintergrundwissen und das ist, finde ich, spannend. Dann Egmont Mangas. Oh, da hat sich, nein, ich mache erst Kase, der hatte sich dazwischen gemogelt. Kase, und zwar Magi The Labyrinth of Magic Band 3 von Shinobu Otaka. Ich finde, dieser Band war relativ gut. Also ich meine, die ersten beiden waren jetzt nicht so meins. Aber dieser hier war wirklich gut. Und ja, wie gesagt, die Zeichnungen sind ja sowieso ganz okay. Beziehungsweise, wenn die ihre Grimassen schneiden, finde ich sie jetzt nicht so toll. Also es, so ist es ein relativ guter Zeichenstil. Aber wenn die ihre komischen Gesichter machen, sieht es immer ein bisschen freaky aus. Aber ansonsten ist es ein super Band dieses Mal. Also ich fand diesen Band wirklich gut dieses Mal. Dann kommen wir jetzt endlich zu Egmont. Ich muss mir Platz schaffen, ich habe mir Platz hier. Da haben wir einmal Backstage Prince Band 1 von Kanoko Sakurai Koji. Den fand ich jetzt nicht so berauschend. Die Zeichnungen sehen gut aus, klar, aber die Story ging, es ging mir irgendwie zu schnell in diesem Band alles. Es war so, so, ja. Ich weiß nicht, das ging mir einfach zu schnell und ich finde, das hätte man ein bisschen langsamer machen sollen und ein bisschen unvorhersehbarer. Das war ein bisschen sehr, ja, sehr so, ach ja, man weiß, was gleich passiert, so. Dann 360 Grad Band 2
von Tokuminami. Ein super Manga. Also wirklich, die Zeichnungen sind toll und die Story, die ist wirklich spannend, romantisch, lustig, alles in einem. Und es ist wirklich super süß mit anzusehen, wie unbeholfen doch Paare sein können, wenn sie von nichts eine Ahnung haben. Und das ist wirklich empfehlenswert. Dann Zerrissene Seelen, Band 2 von Haruko Kurumatani. Der war auch sehr, sehr spannend. Mit 3 Bänden ist der übrigens abgeschlossen. Also der nächste, der rauskommt, ist der Abschlussband. Allerdings war der auch ziemlich heftig, wie ich finde. Ich hatte den auch in eingeschweißt. Also eine Freundin hat gesagt, es gab auch welche, die nicht eingeschweißt waren. Dieser hier war eingeschweißt. Ich habe mich auch gewundert, warum die anderen nicht eingeschweißt waren teilweise. Weil ich finde, der war wirklich schon ein bisschen heavy. Also was da alles abgeht, das ist wirklich für ein Shoujo-Manga ziemlich mies. Also schrecklich. Weil normalerweise ist Shoujo ja nur schön und schach und aber hier ist wirklich, ja, da muss man zwischendurch wirklich schlucken, finde ich. Dann Tokyo Summer of the Dead, Band 3 von Shiichi Kugura. Ja, wie gesagt, die Zeichnungen finde ich super, sind jetzt nicht so besonders, aber sie sind gut. Aber die Story ist es einfach so vorhersehbar. Es ist, ich habe es ja schon mal gesagt, Tokyo's High School of the Dead ist nicht so vorhersehbar. Es passiert wenigstens etwas, was man nicht erwartet. Aber hier ist es wirklich von vorne bis hinten so, ach ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass das sich noch ändert. Ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Bände hatte. Ich meine 5, aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich hoffe, dass da noch ein fettes Finale dann irgendwie wenigstens kommt. Irgendwas, keine Ahnung, dass sie wenigstens herausfinden wollen, endlich mal, warum das aufgetaucht ist oder so. Weil die haben ja gar kein Ziel. Die rennen einfach nur rum. Ich meine, bei High School of the Dead war es wenigstens so, dass sie ihre Familien finden wollen. Da ist es einfach nur so, wir rennen einfach doof durch die Gegend. Mal schauen. Dann Toradora Band 5 von Yuyuko Takemiya und Tsekyu und Yasu. Der Band war gut, finde ich. Also die Zeichnungen sind ja okay, meiner Meinung nach. Sind jetzt nichts Besonderes, aber sie sind gut. Aber die Story war ja nie so meins. Aber dieser Band war wirklich gut. Also es kommt ein bisschen mehr Gefühl hoch. Es war sehr lustig. Es war spannend. Also dieser Band war wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Und als letztes, ich habe ja gesagt, es ist nicht viel gewesen dieses Mal. Der purpurne Fächer Band 7 von Kyoko Kumagai. Ja, wie immer durchgehend spannend. Ein super Zeichenstil wie immer. Und von vorne bis hinten wirklich spannend, Romantik, Mystery, alles mit dabei, was man sich wünscht für einen Manga, und es war wirklich ein klasse Band mal wieder. Ja, ich habe außerdem zu Weihnachten die Sailor Moon Box, die erste Volume, bekommen. Die zweite habe ich mir direkt bei EMP jetzt vorbestellt, weil die da am günstigsten ist. Also ich habe bei Amazon geschaut, da kostet sie momentan 70 Euro, wenn man die vorbestellt. Bei EMP kriegt man sie für 55. Ja gut, plus Versand, dann sind es aber immer noch 10 Euro weniger als bei Amazon. Und ja, die erscheint ja Ende Januar und ich freue mich schon riesig. Zu der Sailor Moon Box an sich, ich fand's schade, dass sie jetzt das deutsche Opening, klar ist, also es gibt halt die japanische Sprachversion auf dieser DVD und die deutsche, aber ich fand es schade, dass sie die deutsche Sprachversion mit dem deutschen Opening und Ending auch gemacht haben, da das halt, ich weiß nicht, ich hätte es schöner gefunden, wenn das Original-Opening und Ending da dran gewesen wäre, weil das deutsche Ending ist ja schließlich auch total gekürzt und das hätte ich schöner gefunden. Außerdem finde ich, dass da ein bisschen was an Extras hätte mit reingepackt werden können auf den DVDs. Also da war ja wirklich gar nichts. Es war ein Sticker als Gimmick mit dabei und ein Charakter-Guidebook. Aber ich finde, auf den DVDs hätten irgendwelche Extras mit drauf sein können. Ich meine, die sind ziemlich teuer und da kann man ja wohl ein bisschen mehr erwarten. Also da hat Kase sich wirklich mal wieder nur aufs Geld geachtet und das fand ich nicht so toll. Außerdem hat man wirklich einen Unterschied zwischen dem japanischen und dem deutschen Bild gesehen. Also das Japanische, das war ja wirklich aufbereitet. Also man hat die Farben viel klarer gesehen. Und die Deutschen, die waren genau wie im TV damals. Und das hätten sie wirklich anders machen sollen. Da hätten sie wirklich die japanische Filmspur mit der deutschen Tonspur machen können. Also da hätten sie sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben können für das Geld. Ich meine, es kommen 10 Boxen raus und wenn man überlegt, jede Box 55 bis 70 Euro. Also das ist schon eine harte Nummer. Also da hätten sie sich wirklich ein bisschen mehr ins Zeug legen können für das Geld. Naja, gut. Das war's für diesen Monat. Ich wünsche euch ein super neues Jahr und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.